Servus Leute, was geht? Willkommen zurück zu Minecraft im Pausemenü, weil ich gerade eine Spinne gehört habe. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ist das nicht zufällig noch dieselbe aus der letzten Folge? Ich weiß es nicht. Die pimmelt auf jeden Fall hier irgendwo rum und ich habe Angst nachzugucken, wie eigentlich immer. Und Alter, halt die Schnauze jetzt. Und ich habe die Aufnahmetechnik ein bisschen mal wieder umgestellt. Ich hoffe sehr, dass die Kamera, also die Kamera, wo ich jetzt drauf zeige, wo ich nicht weiß, ob sie wirklich aufnimmt. Also könnt ihr eventuell gar nicht sehen, ob ich drauf zeige. Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die aufnimmt, weil ich nehme jetzt nicht mehr mit der Digicam generell auf, sondern also direkt auf SD-Karte und dann rüberspielen und sondern direkt jetzt über. Wie heißt die Komponente? Diese komischen bunten Steckerchen da. Komplett angestöpselt, einen AV-Ausgang der Digicam und dann in diese HDMI-Karte rein, die ich am PC habe. Und damit nimmt das jetzt auf. Damit spare ich mir lästiges Umdingsen. Alter, da ist der Drecksvieh. So, komm hier, wow. Alter Schwede. Na? So, haben wir noch irgendjemanden, der verarztet werden muss oder war es das jetzt erstmal? Ich glaube, das war es erstmal. Wir können wieder da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich weiß gar nicht, wo das war. Voll irritiert ist jetzt auch, dass im Display der Kamera kein rotes Aufnahmesymbol mehr leuchtet. Weil ich nehme nicht jetzt... Normalerweise nimmt er ja da auf, macht er jetzt nicht und deswegen irritiert mich das gerade. Und ich kann aber in die Software reingucken und sehe, dass der aufnimmt. Da sehe ich auch mein Bild. Das müsste eigentlich funktionieren. So. Genug gequatscht. Ist eh alles langweilig. Ich mach weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich muss mir die ganze Scheiße erstmal wieder angucken hier. Ist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Woche her oder so. Bin ich überhaupt wieder mittig? Oh, ich bin mittig. So, da. Ach ja, wir waren beim Aufreißen. Stimmt. Jetzt werden mal die Frauen aufgerissen. Es ist wieder lustig heute hier. Und natürlich, ich war, man sieht es, schön frisch beim Friseur, frisch rasiert. Nur für euch, damit ich hier glänze wie ein Babypopo. Ja, lassen wir das einfach mal sein. Nee, Friseur war dringend notwendig, die waren viel zu lang. So, haben wir eine Schaufel dabei? Wir haben eine Schaufel dabei, super, aber ich gehe erstmal pennen. Ich habe nämlich Angst im Dunkeln. Weil, die ging wieder bis ungefähr hier. Genau so, nein, bis kurz vor die Augen hier und das ist dann schon ein bisschen sehr lang, wobei ich hatte die ja mal viel länger, ich weiß, aber nee, zu viel Arbeit, zu viel Stress, da hab ich keinen Bock mehr drauf. Guck mal, wer da kommt mein Freund, der Burnout und da, huch, oh, oh, na, weh, Hongarte, wuhu, Pem, Pem. Bams! Woo! Oh, ich habe keine, scheiße, keine Pfeile mehr. Das ist nicht so gut. Nein, ich dachte, ich wäre schnell genug. Oh, ein Erdloch. Guck mal, wie süß. Oh, da ist ja noch einer. Die taten sich aber auch astrein hier, ne? Ich schaff das einfach nicht. Ich dachte, ich komme da einfach so hin. Nö. So. Jetzt haben wir... Hier haben wir noch ein Bäumchen, super. Ach, das ist auch ja, super, super. Ach, da, jetzt hat, so fällt man Bäume, Freunde, heutzutage. So schnell kann das gehen. Jetzt haben wir wieder zwei Löcher drin. Ich freue mir einen Keks. Oh. Gammelfleisch. Oder fährt er vielleicht eine Lasagne? Ich weiß es nicht. Unsere Freunde, die Fische. Quallen, Tintenoktopusse. Ich weiß ja nicht, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir irgendwo Flümps hier nicht runter wollten. Oder eventuell auch doch. Doch, waren wir nicht hierbei, irgendwie das hier alles wegzumachen? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Die Woche war zu stressig. Ausrede! So, wo ist meine Schaufel? Eine habe ich. Super, eine Schaufel. Ich rasiere noch aus, eine Schaufel. Und vielleicht fällt es ja dem einen oder anderen auf. Ich habe die Musik jetzt deutlich lauter gemacht im Hintergrund. Ich habe mir dann noch mal ein paar Folgen angeguckt, die Tage. Und dann ist mir dann doch aufgefallen, dass der generelle Ingame-Sound viel zu leise ist und
die Musik im Hintergrund so gut wie gar nicht zu hören war. Hab mich doch sehr gewundert, weil ich das eigentlich mal ausgetestet hatte. Aber anscheinend habe ich mit der Zeit irgendwie in eine Einstellung rumgefummelt und dann nö. Hat sich alles wieder so verstellt, weißt du? Und deswegen gucke ich mal, dass ich das diesmal beim Rendern wieder einstelle, dass auch wieder alles den Standard entspricht. Meinem persönlichen Standard, der ja schon sehr hoch angesiedelt ist. Denke ich mal, hoffe ich mal. Sollte zumindest so sein. Achso, wir müssen noch ein bisschen. Ach, wir haben noch was vor uns. Werden wieder spannende Folgen hier. Wobei hier... Warum ist denn eigentlich so ein Loch hier? Habe ich das gemacht? Nö, ne? Wer hat denn das hier gebaut, bitteschön? Warte mal, da können wir eigentlich kommen. Dann machen wir direkt hier Durchgang. Was soll das denn? Wenn wir schon mal da... Oh, das Huhn... Ah, ne, das ist da nicht im... Dings, ne? Komm, ich bleib jetzt hier unter Wasser. Ist doch scheißegal. Ah, kann sein, dass wir da mal vor 100 Millionen Folgen Lehm abgebaut haben. Und dass das jetzt das... die Strömung ist so stark. Ich schwimme weg und hab kein Seepferdchen. Doch, Seepferdchen habe ich. Huch. Ich habe sogar... Ich habe, glaube ich, sogar das Silberabzeichen. Nee, Bronze, Quatsch. Silber habe ich gar nicht. Bronze habe ich. Und für Silber war ich zu doof. Gibt es das eigentlich heute noch? Weiß das einer von euch? Ist unter den Zuschauern ein Leistungsschwimmer oder Sportschwimmer oder wie sich die Leute da schimpfen? Ich weiß es nicht. Bronze, Silber, Gold gab es, glaube ich. Für Seepferdchen musste er, glaube ich, nur ins Wasser springen, eine Bahn schwimmen und irgendwie so ein Reifen aus 50 cm oder naja, ein Meter oder keine Ahnung, irgendwie so hochholen. Bei Bronze musstest du dann schon ein bisschen mehr machen, logischerweise, sonst wäre es ja keine Bronze. Und für Silber, entweder ich war zu blöd oder ich habe es ja nicht mehr gemacht, das weiß ich nicht mehr, ist aber auch schon Jahre her. Moment, ihr kratzt es. Ist immer so schön im Nacken, wenn das so kratzt, wenn man beim Friseur gerade war und dann auch diese feinen Härchen da rumzwitschern. Normalerweise sollte man danach ja duschen. Oder war ich eigentlich auch immer, aber... Ich war heute ausnahmsweise mal vormittags unterwegs, was auch ganz selten ist, weil ich normalerweise immer bis mittags schlafe am Wochenende. Heute war es mal nicht der Fall. Ich war um 8.30 Uhr, ey, Alter, ich war um 8.30 Uhr wach. Ich weiß auch nicht, irgendwas ist kaputt heute. Ich werde wach und gucke auf die Uhr, 8.30 Uhr, denke mir, ach du Scheiße, kannst eigentlich noch 4 Stunden pennen, aber ne, hab mir gedacht, steh mal auf und genieß den Tag, hab einen längeren Tag. Und deswegen nehme ich heute auch schon um 11:30 auf, anstatt um 3 oder so. Und die Folge muss ja um 4 Uhr raus. Oder sollte um 4 Uhr raus. Das heißt, das funktioniert heute. Hoffe ich mal. Für GTA habe ich auch noch nichts am Start. Aber das ist kein Problem. Da habe ich auch noch 2 Stunden länger Zeit. Wenn da nicht noch eine GTA Online-Aufnahme zwischen käme. Ich bin gerade voll verwirrt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich sollte mal die Drogen absetzen. So. Nein, was? Drogen? Kenne ich nicht. Was ist das? Ich kenne mich da nicht aus. Huch, habe ich jetzt hier... Nein! Oder? Hä? Oh! Ah, doch, klar, hier... Ah, warte mal, hier wollte ich ja weg. Nee, ist alles richtig, ne? Ist alles... Stimmt, da können wir ja von hier unten was machen. Geil. So muss das sein. So, hallo? Huch, nein, Hilfe, ich will nicht sterben. Jedenfalls noch nicht. Also, ich bin noch zu jung zum Sterben. Also, denke ich mal, ich bin noch relativ jung. Obwohl ich manchmal mich so alt fühle. Huch. Es gibt ja so manchmal so Tage, da fühlt man sich so richtig alt, da hat man keinen Bock auf gar nichts, voll die schlechte Laune. War bei mir gestern irgendwie der Fall. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie Scheißtag und ach und... Wobei der Tag war eigentlich gar nicht so scheiße. Trotzdem hatte ich schlechte Laune, ich weiß nicht warum. Wetter war schön. Lass mir das mit dem Wetter mal schön. Wetter war scheiße. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich hab irgendwie voll keine Motivation. Deswegen war ich auf... So gestern so früh im Bett, glaube ich. Man mag es nicht glauben.
als ich gestern im Bett lag, es war erst 23:30. Das ist so früh. Das glaubt mir schon fast keiner. Wer bitte ist freitags abends um 23:30 im Bett? Normalerweise ist man da ja hier dick auf Party machen irgendwo. Koma, Flatrate saufen. Ist das noch modern? Ich weiß es nicht. Besser nicht, ne? Ist nicht so gut. Huch. Ich bin ja sowieso so ein Antitrinker, muss man ja mal dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin so ein... Neuerdings bin ich so ein richtiger Anti... Nee, nicht neuerdings, schon etwas länger jetzt. Ich habe meine Erfahrung gemacht und das so, ja, reicht auch dann. Es reicht auch. Ich glaube, seit 1,5 Jahren jetzt ist bei mir nichts mehr mit... Way! Ihr wisst, was ich meine. So. Das Wasser ist sehr ruhig hier, das gefällt mir. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt... Ich gehe mal hier auf Unterwassersuche. So, ich nehme mal die Erde mit. Das hier ist natürlich noch extrem scheiße. Das muss ich zugeben. Das lasse ich mal so, wie es ist. Auch wenn es extrem scheiße ist. Ich sterbe gleich. Hier mache ich noch gleich noch ein bisschen weg. Aber vorerst möchte ich noch ein bisschen was essen, weil sonst kacken wir gleich hier ab. Okay, gleich ist etwas übertrieben vielleicht, aber bald. So, hier mache ich dann nochmal eben weg. So ein bisschen zumindest. Huch, oh. Ja, ein bisschen mit... Alter, ich hasse diese Strömungsverhältnisse hier. Viel zu realistisch... Viel zu realistisch das... Alter, jetzt! Viel zu realistisch das Game. Da müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie den Fluss ein bisschen eben machen. Weißt du, was ich meine? Manu! Unfair! Nicht in die Strömung. Not in the Strömung. Den finde ich ja auch geil, der bleibt da. Der eine Erdblock hier mit der Fackel, der bleibt für immer da. Huch, hier ist ja auch noch ein Loch, stimmt. Hui, 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 hui. Flimp. Und hier muss ich eigentlich auch aufreißen. So, ich klau mir jetzt... Alter, diese scheiß Haare hier hinten, ne? Die nerven. So, ich schnapp mir jetzt erstmal... ich mache mir erstmal neue Schaufeln. Das wollte ich eigentlich ursprünglich sagen. Haben wir hier in den Öfen noch was drin? Nope und nope. Aber wir haben Eisen und damit können wir uns mit diesem einen Stock... Ich muss kurz niesen, glaube ich. Sekunde. Oder? Nee, seit gestern habe ich irgendwie so einen Drang, so extrem zu niesen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob draußen irgendwie welche beschissenen Pollen rumfliegen. Weil sie gegen so... Aber im Januar? Nee, im Februar haben wir jetzt. Wobei im Februar ist das doch relativ unrealistisch. Ich weiß es nicht. Ich bin ja gegen jeden jeglichen Scheiß allergisch. Das ist im Sommer immer super. So. Komm, mach mal direkt mal drei Schaufeln. Dann haben wir was in der Hand. Nicht falsch verstehen, bitte. So. Dann haben wir die Eimer hier. Die Eimer haben wir natürlich nicht hier. Selbstverständlich. Warum sollte es auch einfach sein? Wow. Huch, jetzt war ich aber schnell unterwegs. Alter Schwede. Nitro eingebaut. Ne, ich habe einfach nur einen fahren lassen, deswegen ging das so schnell. Hier müssten wir dann auch mal wieder ein Zauntor hinbauen, wobei es eigentlich totaler Quatsch ist, weil jeder verfickte Zombie kommt hier nicht mehr durch, weil da ja auch alles zu ist. Stimmt, könnte man hier mal ein Zauntor. Ich weiß nicht, ob hier noch Zauntor... Zauntor... Zauntore haben. Ich glaube, ich muss mal kurz... Ihr kennt das ja, wenn man das Niesen unterdrückt, dann ist die Nase auf einmal zu. Sekunde. Moment, Escape, nachher kommen noch Monster. Mikro stumm und bis gleich. So, freie Nase. Ich höre mich gar nicht so. Warum höre ich mich nicht? Sieht aus wie in so einem Pilotencockpit hier, ne?
Liebe Zuschauer, in wenigen Minuten erreichen wir den Zielflughafen hier auf dieser Insel. Die Landung könnte mit einigen Turbulenzen und Dings bumsen. Und bitte schnellen Sie sich an, machen alle Handys aus und genießen Sie den Freiflug in den Tod. Schaufeln? Nee, nix schaufeln. Müll? Nee, wo haben wir denn unsere verfickten Eimer? Nicht hier.